Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht die Back- und Kochserie weiter und ich möchte euch ganz was Leckeres vorstellen. Und was das Leckeres ist, das zeige ich euch gleich. Also, etwas ganz Leckeres gibt es heute und zwar wollte ich einen Schoko-Nusskuchen backen. Dieser Nuss-Schokokuchen ist wirklich sehr lecker und ganz einfach herzustellen. Mit wenigen Mitteln, man braucht nicht viel. Ich habe das schon mal vorbereitet. Man braucht lediglich den Omnia, einen Topf, eine Schüssel und das Rührgerät. Oder auch die Bohrmaschine. Wenn ihr das gesehen habt in einem meiner Videos, habe ich das ja vorgestellt. So, ich wollte euch jetzt mal die Zutaten zeigen, die wir dafür brauchen. Das ist nicht viel. Das sind 400 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Mandeln. Ich habe hier Mandeln genommen. Dann 200 Gramm Butter. Dann 150 Gramm Xylit oder Birkenzucker. Ein Teelöffel Backpulver. Ein Päckchen Vanillezucker. 6 Eier. Und dann habe ich noch 200 Gramm Schokolade, das sind 100 Gramm Vollmilch und 100 Gramm Zartbitter. Ihr könnt aber auch nur Vollmilch oder nur Zartbitter nehmen, je nachdem, wie es am besten schmeckt. So, dann legen wir mal los. Ich habe hier schon mal die Eier reingemacht, die 6 Eier, die dazu gehören. Dann kommt die Butter dazu. Zu der Butter kommt dann auch noch der Zucker und der Vanillezucker. So, während wir das gleich verrühren, nehme ich schon mal die Schokolade, tue sie in einen Topf rein und die wird dann erstmal geschmolzen. Wir brauchen sie nachher flüssig. In der Zwischenzeit rühren wir das jetzt erstmal um. Schön weich, dass der ganze Zucker schön sich mit der Butter verbindet. So, das ist jetzt ganz schaumig geworden. Die Butter hat sich schön mit dem Zucker verbunden und da kommen jetzt unsere Mandeln mit dem Backpulver dazu. Das alles schön verrühren, schön verteilen mit der Butter und Zucker. Das Ganze ordentlich durchrühren. Gleich soweit. Und jetzt habe ich in der Zwischenzeit die Schokolade schon mal geschmolzen. Und die kommt jetzt dazu. Ganz langsam kommt sie dazu. Die wird jetzt schön langsam untergerührt. Muss man beim Schmelzen der Schokolade was beachten? Ja, man muss aufpassen, dass sie nicht verbrennt. Also immer schön umrühren. So, der ganze Kuchen wird nochmal durchgerührt. So. Und jetzt kommt der Omnia wieder ins Spiel. Da wird das Ganze eingefüllt. So. Gleichmäßig verteilen. Daneben.
So. Ich glaube, das machst du absichtlich. Das ist jedes Mal die Naschecke. Ich muss ja auch mal was abhaben davon. Nicht nur du. So, da kommt der Deckel rauf. Hier haben wir wieder unsere Platte. Den Wärmeverteiler. Den Wärmeverteiler. Davon habe ich ja im letzten Video gesprochen. Das können wir übrigens, wer es noch nicht kennt, können wir das Ganze noch mal oben links verlinken. Genau. So, das Ganze kommt jetzt für eine Stunde erstmal 5 Minuten auf voller Flamme und dann den Rest auf kleiner Flamme, insgesamt eine Stunde, so um und bei. Jeder Herd ist ja da ein bisschen anders. Und dann schauen wir weiter. Oh, das riecht schon richtig lecker bei uns. Jetzt machen wir mal den Stäbchentest. Ich glaube, er ist fertig. Oh, es bleibt nichts mehr dran kleben. Er ist fertig. Dann können wir ihn ausmachen. Jetzt lassen wir ihn abkühlen und dann werden wir ihn mal stürzen. So, der Kuchen ist jetzt abgekühlt und dann werden wir ihn mal rausholen. So sieht unser Schokoladen-Nusskuchen aus. Wir werden ihn mal gleich anschneiden. So sieht er aus. Und er riecht richtig lecker. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen und auch über einen Daumen hoch. Und dann könnt ihr das nächste Mal wieder dabei sein, wenn es heißt, wir wollen reisen.